Hey ho! Heute machen wir einen Schinkenbraten gefüllt mit Bacon, Schinken und Paprika am Spieß. Ja, da krieg ich Rotdach. Ich hätte auch einen Schweinenacken nehmen können statt einen Schinkenbraten, aber ich hatte irgendwie Lust auf den. Außerdem hat er mich direkt angesprungen beim Einkaufen und naja, jetzt machen wir den. Ja, zudem kommt heute Besuch. Wer werdet ihr nachher dann sehen, wenn er denn da ist. Und den werden wir erst einmal veräppeln, wenn er kommt. Und dem werde ich dann erzählen, dass wir Paprikatofu machen. Mal schauen, wie er reagiert. Wir werden sehen. Aber jetzt gehen wir darüber, dass ich das Ganze vorbereiten kann. Da haben wir dann schon eigentlich alles. Den Schinkenbraten 2,6 Kilo knapp, 2,591 oder so. Also, ja, ausreichendes Stück. Ein paar gelbe Paprikas, rote Paprikas. Dann habe ich hier so einen Kartenschinken und die Baconstreifen. Den tun wir gerade noch mal weg. An Gewürz nehme ich wieder von Gewürze aus aller Welt, den Spieß- und Rollbratengewürz. Datum halte ich jetzt extra zu, sonst kommt wieder das Geheule. Ja, der ist schon etwas abgelaufen, das Gewürz, aber es war dunkel gelagert und ich sehe da gar kein Problem drin. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schüssel jetzt schon zu klein ist. Auf alle Fälle werde ich hier jetzt die Paprika klein schneiden, klein häckseln. Wahrscheinlich zwei von den roten oder drei und die zwei gelben. Und ja, klein schneiden, würfeln, hier mit drunter schön vermischen. Und das mache ich jetzt. Und wenn es soweit vorbereitet ist, alles hole ich euch wieder hinzu. So Leute, das wäre kaplopp, alles klein gewürfelt. Oh, ob wir das jetzt da reinbringen, werden wir nachher sehen. Und ich war jetzt am Überlegen, soll ich den jetzt aufschneiden, auffächern, einrollen oder schneide ich eine schöne Tasche rein und nähe das Ding dann zu. Und genau so machen wir das. Oder mache ich das. Tja, dann würde ich mal sagen, fange ich an und ja, schnibbeln wir unsere Tasche rein. Ich glaube, da nehme ich ein anderes Messer wieder dazu. Oder fächern wir ihn doch auf? Verdammte Axt. Verdammte Axt, was mache ich denn nun? Lass mal was schneiden. Nein, alles schon erledigt. Aber danke fürs Nachfragen. Oh, das ist ein richtig dicker Okrolyt. Ja, das wird schon so hinhauen. Ja, und wenn der dann zugenäht ist und wir später rausgehen, wupp, den Spieß durch und fertig. Aber jetzt fangen wir erst einmal an. Wir werden eine leichte Senfschicht drüber legen. Also da gehen wir relativ sparsam vor. Dann nehmen wir unser Gewürz, was wir viel zu lang gelagert haben. Oder man grillt einfach zu wenig, das kann natürlich auch sein. Tun wir gleich mal hier rein, ordentlich. Von außen würzen wir es dann ja extra. So, und dann können wir auch schon mit der Füllung anfangen.
und gucken, dass wir das halbwegs da reinkriegen. Als Beilage wird es Bacon-Rosenkohl geben. Schatz, wie schmeckt es, der Rosenkohl mit dem mit ein bisschen Paprika mit drin? Falls ich hier die Füllung nicht ganz reinkriege. Weiß nicht, kommt auf. Kommt auf, also das heißt, was wir hier nicht reinkriegen, kommt in den Rosenkohl mit rein. Aber das passiert abseits des Videos, weil wir werden dann ja mit dem Braten gemütlich in der Grillkota sitzen. Nehmen wir uns hier mal ein ordentliches Stückle weg. Schatz, möchtest du nähen? Nö. Nö, warum nicht? Ich kann nur elektrisch. Du kannst nur elektrisch? Oh Mann. Aber ich muss das jetzt können. Und dann können wir den Braten in einen Frankensteinbraten verwandeln. Oder so ähnlich. Oh, das wäre auch ein geiles Halloween-Video. So einen Braten machen und dann so eine richtige Frankenstein-Naht hinziehen. Hey, hoho. Naja. Pariert habe ich den Braten übrigens gar nicht, weil ich mal ganz einfach gedacht habe, ein bisschen Fett außen dran schadet nicht, weil der Schinkenbraten ja sowieso recht mager ist. Hätten wir jetzt eine Füllung gemacht mit einem Knödelteig, also eine Füllung, wo noch voluminöser wird, aufgeht, dann hätte ich den mit Sicherheit niemals so vollgestopft, weil dann wäre mit hundertprozentiger Sicherheit geplatzt, aber bei der Füllung hier sollte das an und für sich absolut gar kein Problem sein. Und der letzte Stich, fertig. Tja Leute, komplett dicht, wunderbar, wunderschön, das ist vorher noch rausgefallen. Weg damit. Und dann würde ich sagen, senfen wir den jetzt außen auch noch einmal leicht ein. Und danach können wir auch schon das restliche Gewürz drauf packen. Und dann tun wir im Folie noch einschlagen, bis er auf den Spieß kommt. Genau, auf den Spieß. Das soll uns schon für den ganzen Braten reichen. Also der ist wirklich bloß dünn eingesämpft. Aber jetzt lege ich den hier mal kurz auf die Seite, mache sauber und hole mir gleich eine Folie. Also, wie gesagt, Gewürze aus aller Welt, Spieß- und Rollbratengewürz. Ich habe es jetzt komplett aufgebraucht und fertig. Ja, ganz genau. Wenn ich den Link auch auf die Schnelle finde, wird es unten drunter verlinkt. Das reicht. Der wandert jetzt noch für vielleicht 2-3 Stunden, wenn überhaupt, in die Kühlung. Und ich finde mal, das ist ein Prachtlümmel geworden. Ja, richtig geiles Teil. Okay, dann warten wir auf unseren Besuch. Weil wenn der Besuch da ist, geht es dann natürlich weiter. Und macht euch auf was gefasst. Das ist ein kleiner Verrückter, aber ein ganz netter. Und ja,
Schatzi, ich habe vorher gesagt, ich veräppel den ein bisschen, dass wir heute Tofu machen. Hilfst du mir dabei? Oh Gott. Ja, okay. Warte mal, bis der Besuch da ist. Dann geht's weiter. Bis nachher. Ich schmeiß das Fleisch in die Kühlung. Ist da. Jetzt veräppelt man gleich mit einem gefakten Intro. Mhm. Du kommst am besten mit deiner Tasche da reingerast wie ein Geisteskranker. Ja, okay. Und erzählst uns dann, was du machst und wer du bist. Alles klar. Und dann sage ich, was wir machen. Ja. Ich habe das halt schon vordreht, weißt du? Aber das macht ja. Die Schürze kannst du weglassen. Ja, ja. Komm mal nachher. Hey ho Leute! Heute habe ich Besuch da. Servus und hallo mit euch! Ich bin der Heumann. Und ich habe uns Grillchaggy was total Gutes mitgebracht. Eine kleine Nachspeise. Du versenkst hier die Marshmallows. Oh, sorry, das war keine Absicht. Ich pack mal ein. Und das zeige ich euch dann, wie das funktioniert. Und ich habe was vorbereitet und habe dir was mitgebracht. Drei schöne Teigrollentaschen. Die tun wir danach schön auf den Grill und dann... Hoffentlich ist das auch vegan, weil wir sind ja mittlerweile Veganer. Oh. Heute gibt's Paprikatofu. Oh, okay, alles klar. Bei mir nicht. Nichts vegan. Nee, Schmarrn. Wer hätte schon was gesagt, hätte ich das auch gemacht. Kein Problem. Veganes Zeug mache ich auch. Nein, wir machen... Nur Du bist ja eklig. Nein, manche sind das, manche stehen auf das. Nee, wir machen heute einen leckeren Braten auf dem Spieß. Okay. Und das machen wir dann in der Grillkota. Alles klar, cool. Alle schon vorbereitet. Super, freut mich. Okay, also, er war schon öfters bei der Grillshow. Und jetzt ist er endlich mal bei mir. Wir wohnen ja auch nicht weit weg. Richtig, richtig. Also, mega. Schauen wir mal, wenn es gut läuft. Sag mal, bist du so klein oder steht die Cam so hoch? Nee, ich bin so klein. Ich bin aber auch nicht acht größer wie du. Ja, so. Jetzt? Hey, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen, gehen noch einen Kaffee trinken. Und ja, Hunger habe ich sowieso. Und dann würde ich sagen, werden wir nachher zuallererst seine Baguettes machen, oder? Ja. Das war seine Schürze, was runtergefallen ist. Ich weiß nicht, für was man unbedingt eine Schürze braucht. Ich habe immer eine Schürze an. Hast du keine Schürze an? Nö. Okay. Ich versau mir immer meine T-Shirts, weißt du? Ja. Und geht nachher weiter. So Leute, ich habe jetzt die restlichen Kohlen, was noch im Grill waren, wieder in den Anzündkamin rein. Und zusätzlich fange ich sozusagen jetzt nebenbei heute mit einem kleinen Kohlentest an. Weil ihr wisst ja, ich habe gesagt, die Profagus-Grillis, dass ich nicht mehr so begeistert bin von denen. Was schleppst denn du da alles mit an? Oh ja, mein Gott. Ich habe meine Grillutensilien. Oh Mann. Naja, auf alle Fälle. Da kostet der Kilosack, wenn man normal kauft, 10 Kilosack, 21, 22 Euro. Im Angebot meistens um die 19,99. Und naja, also ich habe ihn jetzt gekauft, um den sinnlos in der Grillkota zu verheizen. Wobei es auch die noch billigeren getan hätten. Aber heute eben fange ich noch mit dem Test an. Ja, mit den Klaus Grillkohlen auf heißen Kohlen. Die werde ich jetzt einmal verwenden. Du guck nicht so doof da hinten. Und wenn die was taugen, steige ich auf die Kohlen um für meine Nebenarbeiten, weil die ganz guten Kohlen bei mir sind ja die Mac Briquette. Da hinten steht die Fahne. Und schauen wir mal, was die taugen. Gut, also Anzündkamin ist ja, knapp viertel voll. Rest fülle ich jetzt mit denen auf und dann gucken wir mal. Und wie gesagt, wenn sie mir taugen, steige ich von dem
Profagos für meine Zwecke, was ich sie immer verwendet habe, auf die Klauskohlen um. Warum nicht? Die sind auf alle Fälle der 10 Kilo Sack günstiger als die Profagos. Ja, er guckt sich gerade noch den Grill an. Liegt noch was drin? Nee, liegt nichts mehr drin, aber ist ein schöner Grill. Echt cool. Auch ja, und dass er jetzt hierher geschafft hat, kriegt er von mir natürlich eine Grillschankitasse. Danke, danke. Und, muss ich schnell holen? Schauen wir mal, was wir kriegen, ja? Ich freue mich schon. Du kriegst nichts mehr jetzt. Ich krieg nichts mehr. Ja gut, also ich find die Tasse super geil. Die werde ich jetzt öfters mal verwenden. Weil ich trinke ja auch Kaffee. Ah! Ich krieg von dir eine Unterschrift. Ja, kein Problem. Mach ich. Schön klein. Schön klein. Wie ich den anderen auch schon gesagt habe, dass möglichst viele draufpassen. Kein Problem. Wer weiß was und wer noch alles kommt. Alles klar. Holmen hat unterschrieben. Mega. Ja. Gut. Ja, cool. Wieder eine Mega Unterschrift cool. mehr. Ja. So, aber ich hab dir auch was mitgebracht. Du hast mir auch was mitgebracht. Ja, klar hab ich dir was mitgebracht. Weil ich komme ja nicht einfach so, weißt du, als Gast. Ich hab auch ein kleines Gastgeschenk. Ich krieg Geschenke. Gebracht. Ein kleines Mehl für dich von meiner Hardemühle aus Strass. Sehr schön, sehr geil. Aber das schenkst du Schatzi. Okay. Definitiv. Alles klar. Geil. Gut. Und Mehl ist immer gut. Und was für dich? Ein Gentleman Grill Chunky. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist geil. Vielen, vielen Dank. Der Johnny hat ein Gentleman Johnny gekriegt. Also ich habe da Connections, um das zu machen. Sehr, sehr geil. Ja. Da freue ich mich. Schön, oder? Ja. Im Hintergrund haben wir schon die Kohlen am Anfeuern. Meine alte Grillplatte habe ich rausgezogen. Da kommt dann, wenn die Kohlen im Grill drin liegen, kommt dann das Backpapier drauf und da werden wir dann die Baguettes drauf machen. Mhm. Das ist mit Pizzateig etc. pp., oder? Genau, also das ist ein Pizzateig, wo dann eine Füllung drin ist. Einmal ein hawaiianisches, also sprich Pizza Hawaii sozusagen, mit Schinken und Ananas. Die zweite ist eine Speziale mit Schinken, Ananas und Pilzen. Und die dritte ist mit Pulled Pork, Bacon. Ich sehe schon, das wird mindestens eine halbe Stunde Video heute wieder. Ne, mit Pulled Pork und Barbecue-Soße und Chips. Geil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut, bis wir die Baguettes draufhauen und sie dann verspeisen. Oder ganz erst einmal draufhauen und danach werden sie verspeist. Und wenn wir das soweit haben, werden wir uns dann so langsam in die Grillkota begeben. Vorbereitungen laufen jetzt schon. Ich muss ja erst einmal noch die Halterung für den Drehspieß anbringen. Das machen wir jetzt alles nebenbei. Den Tisch müssen wir auch noch aufräumen. Und da kriegt er dann noch hinten schnell eine Werkstattführung. Wo auch die Kugel vom Johnny entstanden ist. Wolltest du dem nicht noch irgendwas sagen? Du kannst die endlich mal abholen, ja? Also das geht doch gar nicht. Die steht seit mindestens 2 Monaten hier fertig und 3 Monaten, 4 Monate. Also ohne Witz. Johnny, was ist mit dir? Hol die Grillkohle. Kugel. Okay, Leute. Cut, bis gleich. Da steht er. Da drüben steht Schatzi, außerhalb vom Bild. Genau. Und bitteschön. Du kriegst noch was geschenkt, ein schönes Mehl von der Hardemühle aus Strass. Oh, vielen, vielen Dank. Ich finde es gut, wenn man lokal einkauft. Ich mache das ja auch. Ich hole auch das Mehl immer aus der Mühle. Ja. Vielen Dank. Also wenn ihr mal bei mir seid, Mühle, super. Da gibt es noch viel, viel mehr Mehl. Das ist bloß halt jetzt mal so ein Standard. Ja. Herzlichen Dank. Bitte. Okay. Was macht die Kohlen? Die sind soweit und ich würde sagen, wir machen da jetzt weiter. So Leute, Setup. Ein paar Kohlen einfach in die Mitte reingeschmissen. Links, rechts die Haupthäufen. Ja, geht noch. Ups.
Platte in die Mitte. Ich glaube, das Ding könnte ich auch mal Sand strahlen. Wird irgendwann auch noch passieren. Ach. Ja, und dann fehlt bloß noch der Heumann mit seinem Baguette. Ich bin unterwegs. Ich muss ja auch noch kurz was du da ja, bist. Ja, mach. Ja, ich bin unterwegs. Zeit läuft. Ich bin unterwegs. Oh mein Gott, wer soll das heute alles essen? Halt. Ah, danke. Ja, das war der Wind. Jetzt hau drauf. So. Tatütata. Ich hoffe, dass die nicht aufplatzen. Ja, wir werden es sehen. Ja. Deckel zu, grillen, ja, bei maximal Heat. Leute, dann gucken wir mal, was möchtest du denn Kerntemperatur in deinem Pizza-Baguette Haubichtbrot haben? Ja, bei Pizza. Oh, die ist schon ein bisschen aufgegangen. Ja. Boah, gucken wir mal. Was hast du? 74, 76, 78. Hm, 79. Ich glaube, das reicht schon fast. Hä? Mhm, glaub auch. Ja, sieht gut aus. Holen wir gleich. Ja, vom Grill runter ja. Und werden verspeisen. Lecker.